Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation mit einem Sudoku. Heute möchte ich mal den Sudoku Guy als Vorbild mir nehmen und seine Methode ja kopieren oder versuchen auch anzuwenden. Also zu versuchen, so zu denken wie er. Also zu versuchen, in seinen Schuhen zu gehen, weil man lernt ja vielleicht nichts. Nicht dadurch, dass man jetzt immer dasselbe macht, sondern man muss das mal so machen, wie andere Leute das machen. Also, der Sudoku-Guy geht also die Blocks, den Block der Reihe nach durch, dann arbeitet er die durch und dann schließlich die unteren Blocks. Und wenn die Blocks durch hat, geht er nach oben unter die drei, dann die drei und dann die drei. Und wenn er das hat, dann versucht er die Querverbindung zu finden. So will ich jetzt auch mal durchgehen. Also der fängt also immer in den ersten drei Blocks gehen wir jetzt also. Gehen wir durch. Die 1 haben wir keine, 2 haben wir auch keine. 3 haben wir eine 3. Und 4 haben wir eine 4. Und eine 5 und keine 6 und keine 7, aber 2 Achter. Das heißt also, dass da oben der Achter hinkommen und da wird da unten ein Achter hinkommen, kommt da also jetzt 2 Achter hin. Kandidaten. So, und die 9, da haben wir eine 9. Ja. Okay, gehen wir zur nächsten Reihe. Ja, zu den nächsten drei Blöcken. Also wieder dasselbe. Keine 1, eine 2, eine 3, eine keine 4, keine 5, eine 5 doch. Sechs, eine sechs, eine sechs, ja, eine sieben und eine acht und eine neun. Neun haben wir keine, acht haben wir eigentlich, können wir nichts machen. Gut, gehen wir zu den unteren der Blöcken. Also fangen wir mit der 1 an. Da haben wir eine 1. Und 2 Einsen haben wir. Das heißt also, dass da eine 1 hin muss. Und da auch. 2 Einser. Wie sieht das mit den 2ern? Wir haben auch 2 Zweier. Und 3 2 sogar. Da war es ganz neues. 3, 2 haben wir also. Gut, 3, eine 3. Und das heißt, dass dann da hinkommen muss. Wenn die zweite 3 und da kommen dann 2, 3 hin. So. Bei den 4ern haben wir 2, 4. Dann kommt da also eine 4 hin. Und da auch. Das waren die 4er. Die 5er haben wir nicht da unten. Keine 5, keine 6er, 1, 2, 6er. Das heißt, die 6er sind auch da, wo die 4er sind. Ist das jetzt in Matching Pair? 4, 6, 4, 6. Ja, könnte sein. Ja, das ist so. Das ist so. Die 4 und 6 können nur da sein. Okay, und weiter. 6 mal 7. Eine 7. Ja.
Das heißt, sie muss also da oder da sein. Zwei Felder für die 7. Da muss eine 7 sein oder da. Und die 8. Da haben wir zwei Achter. Zwei Achter, das heißt, da muss eine 8 hin und da auch. Ja, zwei Achter. Was sind die 9er? Wir haben zwei 9er da unten. Da kommt halt eine 9 hin und da kommt auch eine 9 hin. Zwei 9er. Ja, okay, jetzt haben wir das also durch. Diese Runde. Dann gehen wir mal von oben, betrachten wir diese drei Blöcke jetzt. Also 1er kommen wir nicht. 2er haben wir eine 2. 3. Meine 3, 4, da haben wir 2 Vierer, das heißt, da kommt eine 4 hin und da auch 2 Vierer und bei den Fünfern. Fünfer haben wir keine. Bei den Sechsern zwei Sechser. Das heißt also, da ist eine Sechs, da, dann kommt dann da eine Sechs hin und da auch ein Kandidat. Das heißt, die Felder können nur von der Sechs besetzt werden dort. Ja, die Sieben. Siebener haben wir keine. Achter haben wir auch keinen, doch eine Achter oben. Da die 8 keine weg, da unten sehe ich gerade. Da, das heißt, die 8 muss dann da rein. Da muss dann also eine 8 hin. Und dann muss das auch die 1 sein, weil ja da eine 1 ist und da, dann muss das die 1 sein. Das muss also eine 1 sein. Genau, 1. Haben wir also die Achter. Und bei den Neunern, jetzt haben wir also die Achter. Und von den Neunern haben wir, von den Achtern haben wir zwei. Haben wir also zwei Achter. Das heißt also, da kommt eine Acht hin. Und da auch. Zwei Achter, vier Achter, wie ein Pärchen. Die 4. Ja, Moment, das kann schon nicht sein. Das kann keine 8 sein. Das kann keine 8 sein. Ich habe immer Mist. Die 8 muss weg. Das heißt, da kommt die 8 hin. So. Und dann muss das die 4 sein. So, jetzt haben wir also da drei, da eine 4 und da eine 8, drei Achter. So, der 1 haben wir keine, 2 haben wir eine, 2. Ja, gut. Also, das war die 8 und die 9. Das heißt, wir haben hier also bei den 9ern. Können wir dann einen neuen wegmachen? So weit sind wir gar nicht. Ich möchte eigentlich die Blöcke nacheinander machen. Also, jetzt komme ich zu den mittleren Blocks. Also die 1. Was fehlt denn da unten? 1, 2, 3, 4. Da fehlt eine 5. Ja. 1. Haben wir eine 1. Die 2. Eine 2. 3, 4. Also mir scheint diese Methode ist weniger kraftaufwendig wie die andere. Die Frage ist, ob ich da vielleicht sogar schneller zum Ziel komme. Weil ich meine, der Doku-Guide, das ist ja ein Profi.
Die beschäftigen sich schon länger damit als ich. Und von daher kann man da vielleicht von dem Alten auch was lernen. Ne? Also ich habe 2 Fünfer und das heißt also, dass da die 5 hinkommen muss, weil da geht ja nicht wegen der. Da kommt also eine 5 hin. Ja, dann haben wir die 5er, die 1, die 2, die 3 haben wir. Die 4 können wir nichts machen. Bei den 5ern haben wir jetzt was herausgefunden. Bei den 6ern haben wir nur eine 6. Und bei den 7ern haben wir 2 Stück. 2 7er in der mittleren Reihe. Das heißt, es kommt da eine hin, da eine hin und da auch. So. Das heißt, wir haben also 2 7er, 3 7er. Und bei den 8ern haben wir da 2 8er. Eins da und da. Und da haben wir auch 3 8er. Dann kommen wir zu 9. Und dann haben wir 2 9er. Das heißt, da kommt eine 9 hin. Da kommt eine 9 hin. Und da auch. Ja, gut, das heißt, den mittleren Block haben wir auch. Und dann kommen wir zu den rechten 3 Blöcken, die ich jetzt abarbeite. Also die 1, bei der 1 sehe ich nichts, was man machen kann. Bei der 2, wir haben 2 Zweier. Und das heißt also, dass die 2 da oben hin muss. Da jetzt 3 Felder für die 2, da eine 2, da eine 2 und da eine 2. Gut, dann haben wir die 2, die 3, 2 Felder für die 3. 1, 2, das heißt also, da muss die 3 sein oder da. 3 Felder für die 2. Mit der 4 kommen nicht vor. 5 haben wir da oben eine, zu wenig. Die 6 kommen nicht vor. Die 7 kommt auch nicht vor. Eine 8 haben wir. Eine 8. Und bei den 9, ja, da kommt zum Beispiel gar keine 9 hin, sondern da kommt noch dann die 9 hin. Das heißt, dann haben wir 2 9er und dann kommt da noch eine 9 hin. Haben wir 3 9er. Da haben wir jetzt 3 9er. Ja. Ja. Und 2 haben wir hier, also 1, 8 haben wir, geht nicht weiter, okay. Ja, jetzt haben wir also die Blöcke durch, jetzt kommen wir nochmal 1 quer, also jetzt gehe ich hier die Zahlen wieder von 1 durch und versuche jetzt auch die Querverbindungen einzubeziehen. Also die 1 zum Beispiel. Die 1 muss also da sein und dann muss die 1 da sein. Ja, das heißt, die 1 sind also da und da. Wir wissen also, wo sie liegen ungefähr. Und bei den 1ern hier in der Mitte, ja. Da können die ja also da liegen und da können die da drüben sein. Tja. Bringt uns erstmal nicht weiter. Die 2. Die 2. Da haben wir die 2.
zwei Felder für die zwei. Da kommt dann die zwei hin. Und da. Bringt sie zwar nicht weiter, aber immerhin zwei Felder für die zwei. Und da haben wir 3-2 am. Ja, dann nehmen wir mal die Dreier. Wie sieht das aus bei den Dreiern? Die Dreier liegen da und die Dreier liegen da. Und dann da oben irgendwo über der Ecke. Ja, das ist aber wieder meine Methode jetzt. Das ist nicht die vom Sudoku-Guy. Also, welche Methode hat der angewendet nach der Block-Methode? Also, da unten habe ich 4 und 6 und 4 und 6. Und da habe ich 7. Was fehlt denn da noch? 1, 2, 3, 4, da fehlt noch die 5. Da fehlt die 5. Also die 5 kann ja dann praktisch nur dahin und dahin. Und bei der 7 hatten wir bisher da eine 7 und ja, und da unten kommt auch eine 7 hin. Ja. Da unten habe ich jetzt 3 Felder für die 7. Da müsste eigentlich auch eine 7 hin. Und da auch. Die sind nicht notwendig, da sind wieder viel zu viele. Ja, dann haben wir da die 5, da haben wir die 4. Gut. Da habe ich sie alle. Was fehlt da hinten noch? 1, 2, 3. Da fehlt die 4. Die 4 haben wir. Da fehlt die 5. Da fehlt die 5. Ja, die 5 kommt auch da überall an. Ja, jetzt habe ich die aber überfrachtet hier. Sowas hat er aber nicht gemacht. Sowas hat er nicht gemacht. Der Sudoku-Guy. Ja, sagen wir mal, bei der 5 fällt mir gerade auf. Da muss natürlich die 5 hin und da auch. Weil ja da 2 5 schon haben da oben. Und das heißt, dass da überall 5 hinkommen. Wieder meine Methode hier. Tja. Und da haben wir dann 3 5er. Gut. Also wo waren wir? 1 waren wir. 1 hatten wir. 2 hatten wir. 3. Hatten wir. Moment, die 3. Die 3, das heißt ja also, dass da eine 3 muss. Und da auch. Und damit kann da keine 3 sein. Dann muss das die 3 sein.
Generation. Das war also die drei. Da oben haben wir den 3-3er, dann kommt da hin, ein falsch weg. Da kommt da hin, und da kommt da hin, und da auch, ne? Ja. Und dann können wir dann auch 3-3er machen, oder 4-3er. Lohnt nicht. Hier kommen wir auch wieder auf die alte Methode zurück. Das war wieder die 4. Ja. Die 4. Da haben wir 3 Vierer. Da oben haben wir auch 3 Vierer. Ja, dann kommen wir wieder zu 5. Das sind 2 Fünfer. Dann macht der 6. Dann macht der 6. Ja, das heißt also, dann haben wir 3, 6, ja. Also das heißt, die 6 kann nur an diesen 3 Plätzen sein. Ja. Und bei der 7 haben wir da 2, dann haben wir 3, drei, drei, 7, und bei der 8. Ja, bei der 8, Momento, da muss er nach den. Da muss er nach den. Und das heißt, dann kommt er auch nach den. Und die 8 kann weg. Gut. Das wären also die 8er. Und was sind die 9er? Also, dann haben wir da 2. Da sind also 9 offen. Da kommen eine 9 hin. Und da auch. 2 9er. Da kann keine 9 sein. Das heißt also, die 9 können wir löschen und dann kommt dann der richtige 9 hin, weil die 9 hier muss hin sein, weil da kann keine 9 sein und da muss sie da sein. Gut, können wir vielleicht auch einschreiben, oder? Wird man das nicht vergessen? Da kommen die 3 9er rein. So, jetzt haben wir da 3 9er, da kommt kein 9, das können wir auch wieder verteilen. Aber die 2 9er. Da 2 9 und da 2 9. Ja, hat sich was verändert bei der 1 oder für die 1 in der Zwischenzeit?
Ja, der kommt doch über 19 hier. Der Sänger wird langsam. Und das heißt, das sind die eins auf dahin muss. Und dahin. Ja, dann haben wir da drei einsam. Da haben wir also 7 und 5 und da auch 7 und 5. Tja, geht nun mal nicht weiter. 2. Ja. Wir wollen nicht weiter. Kommen wir auch nicht weiter. Bei der 3. Ja, bei der 3. Und bei der 4 haben wir 2 Vierer. Da haben wir also 3 Vierer. Da kommt dann hin, dahin und dahin. Ja. Und da oben kommt 4 Vierer hin. Bei der 5. Tja. Also das sind Matching Pairs hier. Und das ja auch unter wie?
Mit der 7. Hing war auch fest. Bei der 8 war nicht mehr, bei der 9. Ja, also was können wir jetzt tun? Wir können versuchen, Zeilenspalten oder Blockfüllung. Da fehlen drei Stück. Da fehlen uns die 7, die 5 und die 3. Ja. Also da fehlt uns die 1, also in dieser Spalte hier, da fehlt also die, fehlen drei Stück, wir müssen da rein, und zwar die 1, 2 haben wir, die 3, 1, 3, 4, 5, eins, drei, fünf, sechs, eins, drei, sechs. Fehlen also da. Da kann also die 6 nicht sein. Dann haben wir also da 1 und 3. Und da kann die 3 nicht sein. 1, 3 und 6 kommt dann dahin. Dann haben wir da 1 und 6. 1 und 6. Und da oben kommt dann oben kommt dann die 1 in 3. Das heißt, wir haben zweimal Matching Pairs und dann wäre die dritte jetzt hier die 6. Dann wird das die 6. Wenn das Matching Pairs sind, dann ist das die 6, oder wie? Habe ich das richtig verstanden? Mit den Matching Pairs? Die 6, ja, das könnte die 6 sein. Machen wir die mal weg. Das testweise dann mal die 6 hinmachen. Sieht das aus bei der 6? Ja. Die 6 ist da im Badenkreuz. Ich führe mal vor, probeweise die 6. Nein, war verkehrt. Das will er nicht. Warum nicht? Unklar. Also wieder zurück. Da kommt 1 und 1 und
16. Warum könnte die 6 nicht sein? Der hat das durchgerechnet hier. Oder der hat die Originallösungen. Also wenn das die 6 nicht ist, dann muss das die 1 sein. Und dann sind das um keine Matching Pairs. Da kann auch eine 6 hinkommen. Tja, also die 3 bringen uns nicht weiter dort. Weiter, was haben wir noch? Ja, Momentum. Eigentlich kommt da überall hin. Und da kommt auch überall hin. So, das war meine Methode. Also mit einsaufeln und da kommt man hin. So, dann haben wir die Einser. Und da oben kommen wir nochmal zwei Einser hin. Sind wir da dran, drei, zwei Einser und da haben wir auch Einser. Und da kommen dann Einser hin. Und da kommen auch nochmal Einser hin. So, jetzt haben wir die 1er alle Kandidatenfelder mit 1 ausgefüllt und mit der 2. Mit der 2 sind wir fast so weit. Also das heißt, da kommt eine 2 hin, da kommt auch eine 2 hin und da kommt eine 2 hin. Und der auch. Da war so 4 Zweier. Ja, und den der Mitte. Genau. Und da haben wir 2. 2, 2. Und da haben wir dann auch jede Menge. Da haben wir dann 2 und da auch und da. Ja, und in dem Block können wir alle Fälle mit 2 machen. So. Nein, da kommen keine 2 hin. Da kommt keiner hin. So weit, so gut, ja. Mit der 3. Also das hat der Sudoku nicht gemacht, was ich jetzt mache. Da weiche ich jetzt ab und probiert. Ja, weil ich ja auch seine dritte Methode auch nicht verstanden habe. Wie das dann weiterging nach der Blocktechnik. Also die Blocktechnik ging ja gut an, aber dann ja, jetzt fehlen also
Da findet sich da Kinder drin, da auch, da. Dann haben wir da auch drei Fälle. Moment, da kommt noch eine 3 hin. Ne, da kommt keine 3 hin. Ja. Dann haben wir da 3 und da 3 und da unten auch. Bei der 4. Bei der 4. Weil sie da oben 4-4 reinsetzen. Vier Vierer. Und da kommt dann 3-4er. Also hat er nicht gearbeitet. So eine stupide Ausführmethode hier. 5. Dann wollte die 5er. Die 6er. Ja, die 6er. Das ist ein Platz zu. Das heißt, da kann man nur 6 hin. Der ist nicht der Kakanin. Aber so 3-6er und da oben und eine hin, da kommt noch eine, da eine hin und da eine hin. Und wann das ist alle, da kommt noch eine hin. So. Okay, und dann da drüben. Dann da drüben. Kommen wir bald 30 hin. Und da oben noch schlimmer. Ja, das hasse ich ja in dieser Arbeit. Aber die ist vielleicht notwendig. Das ist ja auch monotone Computerarbeit. Gut, zur 7. Wieso habe ich denn in dem Feld überhaupt keine Zahl? Also da haben wir 7. Da haben wir welche. Da auch. Aber in der Mitte, da oben. In der Mitte geht dann die meisten. Aber. Da kommen jetzt über 7 hin. Vier 7er. Und da kommen 3 7er hin. Jo. Und da kommen wir bei 7 hin. Und da auch überall. Das ist das stupide, oder nicht? Das ist ja ein Zumutung. Das hat dann nichts mit Lösen zu tun, oder? Plumpe Ausfüllungsmethode. Ja, das ist das, was der Computer mir hier beibringt. So zu denken wie er. Okay, das waren die 7er. Die 8er haben wir alle. Die 9er haben wir fast alle. Ja. Was mich jetzt irritiert, ist, dass ich da keine Zahl habe.
Da kommt kein 1 hin. Da kommt kein 2 hin. Keine 3. Keine 4. Doch, da könnten 4 hinkommen. Da müssten 4 hinkommen. Ich habe dir das vergessen auszufüllen. Das heißt, da kommen überall 4 hin. So, dann haben wir den Block auch mit Kandidaten gefüllt. Und die Fünfer. Die Sechser. Die Siebener. Die Achter, die Neuner. Ja, jetzt müsste ich eigentlich also wieder die alte Methode. Und jetzt sieht man, dass da nur eine einzige Zahl ist. Nämlich nur die 4. 1, 2, 3 geht nicht. 4, 5, 6, 5 geht auch nicht. 6 auch nicht, 7 nicht, 8, 9 auch nicht. Das heißt, da muss also eine 4 rein. Und wenn da eine 4 drin ist, kann da keine 4 sein. Das war ein Fehler. Dann kann da keine 4 sein. Und da kann auch keine 4 sein. Und dann nicht. Und dann nicht. Alle, die ich gerade da eingeführt habe. Da habe ich auch 4 weg. Und da die 4 weg. Gut, das heißt dann, dass da eine 4 hinkommt. Da kommt dann eine 4 hin, da kommt dann eine 4 hin. Dann kommen die 4 Reale weg. Also die ich gerade hier mühsam aufgebaut habe, die kann ich jetzt wieder mühsam eliminieren. Das ist ja wohl hirnrissig hoch 3. Ich meine, für den Computer kein Problem. Aber mein Verstand weigert sich. Aber ich habe noch keine Alternative gefunden. Ja, gut, also das waren jetzt die 4. Jetzt habe ich da eine einzelne 6. Da muss also eine 6 hin. Dann kann ich die 6 löschen. Und dann kommt da eine 7 hin. Dann kann ich da die 7 löschen. Und da. Und da. Und da auch. Ja. Und wie geht es weiter? Ja, schauen wir mal. Also das waren die 4. Da ist dann mal eine einzelne 4. Die setze ich mal gleich um. Dann können wir die wegmachen. Nein, nicht wieder Fehler. Den wollte ich machen. Und da die 4 kann ich auch löschen. Und dann kommt da eine 4 hin. Dann kommt da eine 4 hin. Ja, gut. Das war's, dann haben wir alle 4. Noch irgendwelche Einzelnen hier, oder? Ja. Einzelne Zahlen. Isolanis. Ich sehe keine. Keine Isolani unten. Keine Isolani in der Mitte. Und oben auch keine Isolani.
Das heißt, ich muss nochmal durchgehen, die Einser, die Zweier. Da kommt dann zwei hin. Und dann haben wir da einen. Da kommt dann eine zwei hin, dann können wir die zwei löschen. Und die auch. Ja. Und die auch. Das waren die Ende. Das sind die zwei. Bei den dreien hat sich nichts verändert. Bei den Vieren haben wir alle, bei den Fünfern. Bei den Sechsern. Bei den Siebenern. Bei den Achtern, bei den Neunern, ja. Jetzt habe ich also kein Lisinales mehr, keine einzelnen. Ich muss hier, ich habe hier so viele Felder, die muss ich irgendwie vermindern. Also zum Beispiel kann ja hier bei den 7, das heißt ja, da kann keine 7 sein. Und da auch nicht. Weil da unten ja 2 7er sind. Und da sind 2 7er, ja. Ja, ich sehe keine einzelne mehr. Das war immer so meine Rettung. Wenn ich irgendwo so einzelne sah, dass ich stehe, dann war 1,6 und 1,5. Also Momento, der kann ja kein Eins und der kann auch kein Eins, wo die Schuhe wegmachen. Zusammen müssen wir also eine Eins haben. Und da haben wir auch eine Eins, das heißt, die können wir auch wegmachen. Aufräumen. Ja. Aufräumen. Aber das führt jetzt auch nicht dazu, dass man da irgendwas isoliert. Momentan zumindest nicht.
Ja. Und drei. Ja, die können wir da auch löschen hier. Hatte ich denn nicht schon mal gemacht? Bei da oben können wir, da habe ich zwei Sechse da oben. Im Moment umgekehrt. Da kommen die Sechse, die können nicht löschen. Weil da oben sind die 6 ja fest. Das ist ja 1 und 6. Und da haben wir auch 1 und 6. Also 1, 5, 6. 1, 5 und 6.
Da kann ich eine 5 sein. Das heißt, da muss eine 5 hin. Und da kann auch keine 5 sein. Schon wieder Fehler. Ich bin müde. Dadurch mache ich hier Fehler. So. Dadurch mache ich hier Fehler. Und 6. Da kommt also eine 7 hin jetzt. Da kommen die 2 7. Nein, nicht schon wieder. Immer derselbe dumme Fehler. So. Und dann können wir da eine 7 machen. Und dann kann der 7 weg. Und der kann auch weg. Und der auch. Ja. Und dann kann die weg. Und da kommt dann eine 7 hin. Damen 2. Dann können wir die 2 wegmachen. Und die 2. Und die 2. Und die 2. Und die 2. Dann kommt dann 2 hin. So, und da kommt dann auch eine 2 hin. Und da kann die weg. Und die kann auch weg. Und da kommt da eine 2 hin. Ja. Gut, dann haben wir diese 2 schon mal. Da kommt also eine 3 hin. Die kann weg. Und die kann auch weg. Kommt da eine 3 hin. Und da kommt eine 3 hin. Und da eine. Ja, und das war's. Das war's. Gut, dann kommt da eine 5 hin. Und da kommt dann die 7 hin. Und da kommt die 5 hin. Und da kommt dann die 7 hin. Ja, gut, und da kommt dann die 7 hin. Und da kommt dann die 1 hin. So, also die löschen die 1. Und die können wir auch wegmachen. Ja, da kommen 19. Die können wir wegmachen. Nein, schon wieder immer dasselbe. So, da kommen 19. Die können weg. Da kommt eine 1 hin. Die kann weg.
eigentlich einzeln und auch die gehen weg. Ja, dann haben wir dann eine 5. Und auch die gehen weg. Da kommt dann eine 6 hin. Und da kommt auch eine 6 hin. Und da kommt eine 6 hin. Und da. Und da kommt dann 9 hin. Und da kommt dann 9. Und das war's. Zeit. Viel Zeit wahrscheinlich. Oh ja. 1 Stunde 40 Minuten. Mit der neuen Methode habe ich jetzt länger gebraucht wie normal.